Schaut mal, wenn ich einen Ordner öffne. Da. Screenshot. Habt ihr gesehen, wie schnell der war? Heute ist Samstag, der 12.03.2016 und ich gehe mit Cookie gleich in den Wald und hoffe, ich habe keine Schokolade in den Mundwinkeln. Aber seht ihr durch den Bart wahrscheinlich eh nicht. Mich gerade nur Dossi genascht. Dossi ist die bessere Nutella. Nutella wird völlig zu Unrecht so gehypt. Dossi schmeckt viel besser. Naja, wie auch immer. Bevor ich aber mit Cookie in den Wald gehe, nehme ich die Schnürsenkel aus meinen normalen Straßen schon raus und mache die in die Gassi-Gehstiefel wieder rein, weil irgendwie tut mir mein Knöchel weh und ich brauche mehr Halt, glaube ich. Auf jeden Fall laufen die sich neuerdings besser. Keine Ahnung. Zicke. Ohne Leine geht's nicht. Hier, komm her. Cookie. Pflaume. Ja, Pflaume. Ich weiß nicht, mit wem ich drüber gesprochen habe, aber ich habe es letztens schon geahnt. Und jetzt ist es klar, Cookie ist läufig. Und das heißt, sie ist sehr anstrengend. So wie Frauen halt sind, wenn sie ihre Tage haben. Das Schlimme ist, dass... Oh, ich kriege ganz viele Hassnachrichten jetzt wahrscheinlich. Aber so seid ihr Frauen. Das Schlimme ist, dass es bei Hunden halt 3 Wochen dauert. Naja, ich kann hier sowas sagen. Laut den Statistiken von YouTube habe ich hier zwischen 80% und 90% eh nur männliche Zuschauer. Also alle Hundebesitzer, die einen Rüden haben, die wissen gar nicht, von was sie verschont bleiben. Jedenfalls ist es auch der Grund, warum wir hier im Wald sind und nicht am Strand heute. Okay, erstens ist graues, langweiliges Wetter. Der Strand auch nicht so schön unbedingt. Aber hier haben wir eher unsere Ruhe. Am Strand sind doch öfter mal ein paar Hunde. Und naja, erspart man sich eine ganze Menge Stress. Ja, mal ernsthaft. Man merkt schon, dass nicht nur die Rüden verrückt werden, wenn du eine läufige Hündin hast, sondern selbst die Hündin ist sehr konfus, durcheinander und ja, durcheinander und konfus trifft es wahrscheinlich am besten. Zum Beispiel vergisst die regelrecht, morgens einen Haufen zu machen. Also wenn wir morgens unsere erste Runde machen, macht sie eigentlich in der Regel immer einen Haufen. In der Regel. Also sie macht eigentlich immer einen Haufen. Als Hundebesitzer siehst du, wenn es soweit ist, dass dein Hund einen Haufen machen will, dann siehst du, dass sie einen Haufen machen will. Und sie sucht eine Stelle und wenn sie eine Stelle hat, dann auf einmal kriegt sie einen anderen Geruch in den Nase oder ist verwirrt oder so und geht weiter. Oder kratzt nur so auf dem Boden, wie sie meistens machen, so als wenn sie schon alles erledigt hat und geht weiter. Alles klar.
Wisst ihr mal, wie das ist als Brillenträger, wenn man aus dem Kalten ins Warme kommt? I like big cups and a kind of lie. So, und ich werde euch jetzt mal zeigen, warum mein Telefon schneller ist als eures. Und zwar liegt das Ganze an einem Bug im iPhone, den man sich zunutze machen kann. Ich habe das Ganze gesehen in einem Video von Sam Schäffer, und Sam Schäffer ist auch Vlogger, ist jetzt bei Folge 22. Ja, und ich habe die letzten Videos von ihm noch nicht gesehen, mir ist nur dieses Video aufgefallen heute Vormittag. Ich habe es heute Mittag schon mal gemacht und da konnte ich es nachvollziehen, und wie ihr gesehen habt, war mein iPhone ja auch schneller. Ich deaktiviere jetzt mal Snapchat hier. Man hat ja jetzt schon gesehen, diese Animationen sind da, ne? Wenn man hier einen Ordner öffnet, dann ploppt er so langsam auf. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man das deaktivieren kann. Dazu geht man in die Einstellungen, geht unter Allgemein zu den, Bedienungshilfen, und sucht hier den Punkt Assistive Touch. Das aktiviert man, und jetzt sieht man hier diesen Button. So, wir gehen jetzt hier mal wieder raus. Diesen Button zieht ihr ganz nach unten rechts in eure Ecke, aktiviert dann die Spotlight-Suche und der Button rutscht hier hoch. Und jetzt muss man einfach nur wieder runterdrücken. Man macht das Ganze jetzt ein paar Mal, und immer wenn der Button hochrutscht, klickt man in die Mitte vom Bildschirm, sodass er wieder runterfällt. Das Ganze muss man ein paar Mal machen, und irgendwann fällt einem auf, dass der Button hier schneller runterfällt und ganz plötzlich unten wieder in der Ecke ist, und dann sind die Animationen deaktiviert. Ja, das Ganze probieren wir jetzt mal. Versucht mal, auf den Button zu ändern. Ich hoffe, ich verdecke die nicht so doll. Vielleicht fällt euch auf, wann es soweit ist, wann dieser komisch runterfällt. Da, ich glaube, das war's jetzt. Jetzt kann man wieder in die Einstellung gehen, Assistive Touch wieder ausschalten, hier also wieder rausgehen, und wie man sieht, keine Animationen mehr. Man öffnet einen Ordner und plopp ist der Ordner da. Und jetzt achtet man darauf, wie schnell der Screenshot ist. Fupp. Ja, ziemlich cooler Trick, wie ich finde, und das ist doch schon auffällig schneller dadurch. Mir ist es tatsächlich schon ein paar Mal so gegangen, dass ich zu schnell beim Tippen war, weil ich wusste, wo ich hin wollte und was ich machen muss, und das iPhone irgendwie nicht hinterher kam durch die Animation. Das sind zwar ein paar Millisekunden, aber es macht doch schon den Unterschied. So, das war's für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen, würde ich sagen. Und lasst in den Kommentaren doch mal bitte wissen, ob ihr es auch gemacht habt. Würde mich echt mal interessieren. Das Ganze funktioniert wohl mit allen iPhones, die die Version 9.0 oder höher drauf haben. Und ja, na denn, viel Spaß. Tschüss. Ich bin auch schon mit Cookie-Fahrrad gefahren, und es ist nicht schön. Ich fand das nicht schön. Man ist ständig auf der Hut, man ist nicht sicher.